haben es ja eigentlich zu tun mit zwei Ausstellungen im Moment im Haus der Fotografie, der großen Guy Bourdin-Retrospektive, kuratiert von meinem Kollegen Ingo Taubhorn, und der sammlungsbegleitenden Ausstellung, die sich direkt inhaltlich an die große Guy Bourdin-Retrospektive anlehnt. Gezeigt werden 54 Arbeiten aus der Sammlung FC Gundlach. Und zwar habe ich diese Arbeiten geordnet nach drei zeitlichen Schwerpunkten. Einmal, was passiert in den 20er und 30er Jahren, also was passiert im Vorfeld zu Guy Bourdin. Dann, was passiert in den 40er, 50er Jahren, das wäre noch zu Teil 1 zu rechnen. Dann die Zeitgenossen, das wären also Fotografen der 60er und 70er Jahre. Und schließlich der neuen Generation, der jungen Generation der 90er bis 2010 haben wir also Bilder von unterschiedlichen Fotografen in dieser Sammlungsausstellung versammelt. Die klassische Fotografie und Guy Bourdin haben zeitgleich in den 40er und in den 50er Jahren ein ähnliches Formvokabular ausgeprägt. Das heißt, man kann nicht genau zurückverfolgen, welches Formvokabular von wem stammt, wer das sozusagen weiterentwickelt hat und wer nicht. Es gibt bereits in den 40er und 50er Jahren, wie zum Beispiel bei Fotografen wie Horst P. Horst, Erwin Blumfeld oder Jean Milly, Ersatzstücke oder Fragmente, mit denen gearbeitet wird, zum Beispiel von Schaufensterpuppen, die dann ganz fester Bestandteil in der fotografischen Inszenierung von Guy Bourdin werden, bis in die 70er Jahre hinein. Ist tatsächlich ein Vorbild gewesen von David LaChapelle. David LaChapelle ist einer der Fotografen, die das auch unumwunden zugeben. Natürlich hat LaChapelle Guy Bourdin nicht etwa kopiert, sondern hat sich von ihm inspirieren lassen. Das sieht man insbesondere an Aufnahmen, die sehr kitschig sind, sehr schrill sind, ins Barocke abgleiten, oder aber auch an Motiven, wo LaChapelle dann seine ganz eigenen geschmacklichen Vorlieben mit einfließen lässt, zum Beispiel in Motiven, wo er aus dem breiten Repertoire der Motive der Kunstgeschichte zitiert und die dann weiterverarbeitet. Natürlich orientiert sich die Ausstellung an Guy Bourdin, das ist ganz klar. Allerdings gibt es als Motivation für die Ausstellung noch ein ganz anderes Moment. Wir haben es hier zu tun mit einer ganz gründlichen Recherche von etwa dem Anfang der 20er Jahre bis 2010 mit der Verschiebung der Wahrnehmung. Mit der Verschiebung der Wahrnehmung ins Unbewusste, ins Skurrile, ins Humoreske, und so weiter. Es geht um die Verschiebung der Wahrnehmung innerhalb der Inszenierung der Fotografie.